Guten Tag, ich bin Frau Dr. Röderer, Oberärztin am Asklepios Klinikum in der Hals-Nasen-Ohrenabteilung in Altona. Und mein heutiges Thema ist Nase zu, ich bekomme keine Luft. Und ich glaube, das spricht doch relativ viele an und würde jetzt auch mit meiner Präsentation starten. Einleitung. Zunächst, oh, da ist ein kleines technisches Problem. So, und die Übersicht, einmal komme ich zunächst zu den Ursachen, dann auf die Symptome zu sprechen, die Diagnostik und dann vertiefen wir uns nochmal in einzelne Krankheitsbilder. Ah, ich muss aber anders weiterklicken. So. Da einmal. Mit dem Pfeil nach rechts und links klicken. Ja, das habe ich gemacht. So, zu den Ursachen. Ursachen, da gibt es relativ viele. Ich fange mal einmal an mit der Rhinitis, den Schnupfen, der Sinusitis, also auch der Nasennebenhöhlenentzündung. Allergien können Ursache sein für eine Nasenatmungsbehinderung, aber auch Raumforderungen, Tumore, das muss nicht gleich bösartig sein, können auch gutartige sein oder Fremdkörper, die man sich in die Nase steckt. Adenoide, das ist vorwiegend bei Kindern, die berichten dann über Schnarchen oder atmen nachts ganz erschwert und haben eine Mundatmung oder auch tagsüber laufen mit offenem Mund herum. Daran erkennt man das. Eine Verlegung der Nasenscheidewand kann zu einer Nasenatmungsbehinderung führen oder auch eine Anschwellung der Nasenmuscheln, die sich in der Nasenhaupthöhle befinden. Aber auch das, wenn das äußere Gerüst der Nase deutlich schief steht, zum Beispiel durch ein Trauma, kann man auch natürlich schlecht Luft bekommen. Das kann zu Verwirbelungen oder einer trockenen Nasenschleimhaut in der Nase kommen. Das ist zum Beispiel, wenn in der Nasenscheidewand eine Perforation vorhanden ist, also ein Loch, das nennt man dann Septumperforation oder ein sogenanntes Empty Nose Syndrom, wenn zu viel Platz in der Nasenhaupthöhle ist. Das ist zum Beispiel, kann das auch nach Operationen sein, wenn die Nasenmuscheln zum Beispiel zu sehr verkleinert worden sind, kann es nicht zu einer Befeuchtung, Anfeuchtung in der Nase kommen und auch durch den Nasenstrom zu Verwirbelung, obwohl die Luft ja gut durchgeht. Aber der Patient hat das Gefühl, er bekommt keine Luft durch die Nase. Genauso, wenn Sie zum Beispiel zu Hause sich vorm Spiegel hinstellen würden und einfach tief einatmen in die Nase und dann sehen, das ist natürlich nicht bei allen, aber bei einigen kann das passieren, dass die Nasenflügel sich so richtig einziehen. Dann kann es auch sein, dass Sie schlechte Luft bekommen. Oder wenn Sie sich vom Spiegel hinstellen und mal an die Nasenspitze drücken, und dann bei mir funktioniert das nicht, die ist relativ stabil, aber bei einigen, die können das richtig runterdrücken, bis fast auf das Filtrum. Und die können auch eine Nasenatmungsbehinderung haben durch eine Veränderung des Naseneingangs oder eine Instabilität. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass es medikamentös bedingt ist, also so eine Rhinitis medikamentosa nennt man das Ganze, zum Beispiel, wenn Sie dauerhaft abschwellende Nasentropfen anwenden, dann kann es zu so einem Rebound-Effekt kommen, dass Sie gar nicht mehr ansprechen auf dieses Abschwellen, sondern dass die Nasenschleimhäute richtig anschwellen. Gehen wir weiter zu den Symptomen. Symptome. Ganz allgemein können es natürlich erstmal ein Nasenfluss sein, also ein Sekret in der Nase kann zu einer Nasenatmungsbehinderung führen. Der kann nach vorne oder nach hinten laufen, der kann klar sein, gelblich, grünlich oder auch richtig weißlich, also eitrig. Gesichtsschmerzen können auftreten, häufig über den Kieferhöhlen oder auch über der Stirnhöhle. Druckschmerz, genau, hatte ich gesagt, schon auch ein Druckschmerz oder Klopfschmerz, richtig, wenn man da drauf klopft, das untersucht dann der Hals-Nasen-Ohrenarzt, drückt da einmal richtig drauf, tastet das ab.
dann Niesen, Kribbeln kann es geben, Augenjucken, klares oder flüssiges Sekret, wenn das alles zusammenkommt, würde dann das zum Beispiel eher für eine Allergie sprechen, die auch eine Nasenatmungsbehinderung hervorrufen kann. Ein einseitiges Fremdkörpergefühl, das kann zum Beispiel ein Kind berichten, wenn es sich was in die Nase gesteckt hat, dass es schlecht Luft bekommt oder dass es wehtut auf der einen Seite. Manchmal erzählen die aber auch nichts. Und dann fällt es zum Beispiel dadurch auf, dass immer auf einer Seite, dass die eine Seite verstopft ist und irgendwann auch eitriges Sekret aus dem einen Nasenloch herausläuft. Das spricht dann halt dafür, dass er möglicherweise ein Fremdkörper vorhanden ist. Eine Riechminderung kann auftreten, dass man schlecht riechen kann oder auch schmecken kann. Das hängt zusammen. Und dann allgemein kann es zu Kopfschmerzen, also Zephalgien kommen. Die müssen auch nicht dauerhaft sein, können immer wieder auftreten. Konzentrationsstörungen, die Lebensqualität ist insgesamt vermindert. Man fühlt sich meistens schlapp. Dann Schnarchen hatte ich bei Kindern schon einmal erwähnt, durch die Nasenrachenmandeln, also die Adenoide, die da vorhanden sind. Bei Erwachsenen das Schnarchen so eine richtige Ursache für eine Nasenatmungsbehinderung ist, ist eher selten. Es kann aber trotzdem auch zu einer Luftnot, besonders in der Nacht, kommen, wenn man liegt. Oder auch beim Sport, wenn man vermehrt atmen muss und auch eine vermehrte Atmung braucht, dass man dann merkt, dass man deutlich weniger Luft durch die Nase bekommt. Oder auch bei Patienten mit einer Schlafapnoe, die zum Beispiel eine Maske nachts tragen müssen, die berichten auch häufig, dass sie unter der Maskenatmung dann bemerkt haben, sie bekommen schlecht Luft durch die Nase. Und um dann zu verhindern, dass sie so eine Full-Face-Maske brauchen, also die über Mund und Nase geht, kann man dann zum Beispiel die Nase operieren, um mehr Luft zu schaffen, damit sie mit einer Nasenmaske auskommen. Dann gibt es noch ein stinkendes, bröckeliges Nasensekret, ist zum Beispiel bei einer Pilzsinusitis vorhanden. Oder auch rezidivierendes blutiges Nasensekret. Das sollte man auf jeden Fall abklären. Wenn das ein, zwei Mal vorkommt und das so richtig flüssiges, klares Blut ist, was aus der Nase auf einmal schießt und plötzlich ist, dann ist das noch was anderes. Das ist dann einfach Nasenbluten. Aber wenn das so häufiger, zum Beispiel beim Ausschnauben passiert, dass man so tingiert ist, so ein bisschen leicht blutig ist, und das immer mal wieder vorkommt, dann sollte man das einmal abklären. Kommen wir zur Diagnostik. Wie klären wir das denn ab? Und da gehen Sie natürlich entweder erstmal zu Ihrem Hausarzt und der schickt Sie dann, wenn es unklar ist und die Nasenatmungsbehinderung jetzt nicht akut durch irgendwas ganz Logisches erklärt wird, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und was machen wir? Wir befragen natürlich erstmal, was sind Ihre Symptome, weil die können ja ganz, wie Sie gesehen haben, sehr vielfältig sein. Und dann müssen wir natürlich genauer darauf eingehen. Seit wann sind die Symptome? Sind sie saisonal? Sind sie dauerhaft? Liegen andere Grunderkrankungen vor, zum Beispiel eine Asthma bronchiale oder eine rheumatische Erkrankung? Ist das bekannt? Sind Allergien bekannt, die damit zusammenhängen können und diese Nasenatmungsbehinderung hervorrufen? Liegen in der Vorgeschichte ein Traumata vor? Sieht man das zum Beispiel direkt der Nase an von außen, dass die schief ist oder dass sie mal gebrochen ist, eine Frakturstufe zum Beispiel vorhanden ist oder eine Eindellung, Operationen sind schon mal auch an der Nase oder an der Nasennebenhöhle operiert worden. Es ist dadurch zum Beispiel zu einer Komplikation gekommen, wie zum Beispiel der Nasenscheidewandperforation, also eine Lochbildung zum Beispiel in der Nasenscheidewand. Oder ist der Zahnapparat zum Beispiel schon mal operiert worden? Könnte es auch damit zusammenhängen, dass dadurch eine dauerhafte Entzündung entstanden ist? Durch einen Durchwachs einer Prothese zum Beispiel in die Kieferhöhle
und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ursachen. Und Noxen. Noxen muss man natürlich auch ausschließen. Das Bekannte ist, glaube ich, zum Beispiel das Kokain, was dann eine Veränderung der Schleimhaut in der Nase hervorrufen kann und letztlich auch wieder zu einer Nasenscheidewandperforation, also Lochbildung, führen kann. Dann kommen wir, nachdem wir ausführlich befragt haben und mit dem Patienten uns unterhalten haben, zur klinischen Untersuchung. Wir erheben einen kompletten Hals-Nasen-Ohren-Status. Da gehören natürlich auch die Ohren, der Mund, der Rachen und auch der Kehlkopf hinzu. Aber insbesondere schauen wir uns natürlich die Nase an und auch den Nasenrachen und soweit möglich die Eingänge zu den Nasennebenhöhlen. Das machen wir dann häufig vorne erstmal mit dem Spekulum, schauen wir uns den vorderen Bereich an und gehen dann, um das Tiefere zu beurteilen, mit einem Endoskop in die Nase. Eine Bildgebung, das hängt immer natürlich davon ab, was vorhanden ist, ob man die braucht oder nicht, aber zum Beispiel, um die Nasennebenhöhlen zu beurteilen, würde man dann zum Beispiel ein CT oder auch ein MRT machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wovon man ausgeht, was da für eine Raumforderung hintersteckt. Man macht einen Riechtest oder auch einen Geschmackstest, wenn ein Patient über Riechminderung oder Geschmacksminderung klagt, um das einmal zu verifizieren. Ist das einseitig, beidseitig, wie stark ist es ausgeprägt? Man macht eine Rhinomanometrie, stellt also den Nasenfluss in der Nase dar und misst, wie viel Luft rein und auch wieder rausgeht. Und würde dann auch gegebenenfalls eine Allergietestung durchführen, wenn zum Beispiel die Symptome dafür sprechen, dass eine Allergie vorhanden sein könnte. Jetzt komme ich schon zu den Krankheitsbildern und würde da einmal auf unterschiedliche eingehen. Vorhin hatte ich ja schon einmal einen Fremdkörper erwähnt. Hier sehen Sie ja so einen hübschen goldenen Stern. Den hatte sich ein kleines Mädchen in die Nase gesteckt und hatte das zunächst auch gar nicht gesagt. Und irgendwann aber dann, nachdem es doch so ein bisschen unangenehm war, den Eltern berichtet. Und die hatten dann gefragt, wieso hast du ihn reingesteckt? Und dann hat das Mädchen gesagt, der ist so schön, den wollte ich immer bei mir behalten. Und das ist natürlich, bei kleinen Kindern muss man da immer dran denken, also so im Alter von 3 bis 5 ungefähr, dass sie sich doch in alle Körperöffnungen immer mal wieder was reinstecken. Und dem prophylaktisch auch, wenn man selber Kinder hat, immer gerne mal sagen, dass da nichts reingehört in die Nase oder auch nicht in die Ohren. Das ist ganz wichtig, weil das ist natürlich, das steckt meistens fest, man bekommt es nicht wieder raus. Schlimmstenfalls können sie es sogar in die Luftröhre verschlucken. Das kommt zum Glück sehr selten vor. Und was passiert dann, wenn da so ein Fremdkörper drin ist? Auch meistens können das auch so Kugeln sein. Und die rutschen dann, wenn man das selber versucht herauszuholen mit so einer Pinzette, die rutschen dann meistens immer weiter tiefer in die Nase rein. Man bekommt das häufig gar nicht selber raus. Und wir als Hals-Nasen-Ohren-Ärzte können dann meistens mit so einem kleinen Häkchen dahinter und das vorsichtig nach vorne ziehen. Oder wenn das Kind das gar nicht zulässt oder ganz tief drin ist, müsste man sogar eine kurze Vollnarkose machen, um das dann den Fremdkörper sicher zu bergen. Danach kann es so ein bisschen bluten aus der Nase durch die Schleimhautverletzung, durch diesen Fremdkörper, die da entstanden ist. Aber meistens heilt das dann sehr gut von alleine und schnell wieder ab. Oder es ist auch so, dass wenn es Eltern erstmal nicht bemerken, die Kinder das nicht sagen, dass es dann wirklich einseitig dann dieses Sekret rausläuft oder verstopft ist immer die Nase und eitriges Sekret dann irgendwann aus einem Nasenloch kommt. Dann bekommen wir dann häufig von den Kinderärzten die Kinder überwiesen. Dann haben wir noch die Nasenseptumdeviation. Was ist das? Das ist die Nasenscheidewand.
Kommen häufig, stellen sich häufig Patienten vor, denen häufig ist eine Seite mehr betroffen als die andere Seite. Und das liegt entweder daran, dass eine Krümmung vorliegt oder eine Leiste oder ein Sporn. Und hier sieht man mal ein Bild. Hier, wo ich jetzt längs fahre, das ist die Nasenscheidewand. Hier sieht man diesen ausgeprägten Sporn. Und hier geht es weiter. Da hier nebenan befinden sich die Nasenmuscheln, die auch ein bisschen angeschwollen sind, die unteren Nasenmuscheln. Und das sind die mittleren Nasenmuscheln. Und hier sieht man auch einen Unterschied. Ne? Hier ist eine ganz große mittlere Nasenmuschel und hier auf der anderen Seite ist die klein und relativ verdrängt, weil hier schon dieser Sporn ist. Also es passt sich schon so ein bisschen an. Und jetzt kommen wir weiter. Was ist denn das Ziel einer Operation? Wenn wir die begradigen, die Nasenscheidewand. Es geht nicht darum, eine ganz gerade Nasenscheidewand wiederherzustellen, sondern es geht darum, einen Spaltraum, einen konstanten Spaltraum auf beiden Seiten hinzubekommen, sodass die Luft wirklich beidseits gut durch die Nase geht. Hier sieht man, dass er ungefähr gleich ist. Wenn man sich das andere Bild anschaut, sieht man hier wieder, dass hier ein deutlicher Schiefstand ist und hier richtig eine Enge ist, also ein Kontakt zwischen der Nasenmuschel und der Nasenscheidewand. Und da findet es dann sozusagen eine Enge vom Fluss zu da und diese Enge wollen wir beheben. So, dass sozusagen die pathologische Deviation in eine physiologische Deviation verwandelt wird. Und man auch in allen Nasenzyklen, also auch in den Arbeitsphasen und auch in den Ruhephasen, beidseits gut Luft bekommt. Bei den Nasennebenhöhlenverschattungen, da habe ich mal hier so ein Beispiel aufgeführt, was kann das alles zu führen? Es kann akut sein, es kann chronisch, also schon länger bestehen. Pilze können dafür verantwortlich sein, Bakterien, aber auch Viren. Fremdkörper können auch dazu führen. Es kann durch Allergien hervorgerufen werden, durch gutartige Neubildung und auch durch Karzinome. Und dadurch kommt es dann in der Regel auch irgendwann zu einer Nasenatmungsbehinderung. Ich gehe jetzt einmal auf die Sinusitis ein und halte mich da an die SRK2-Leitlinien der Rhinosinusitis, die 2017 jetzt bestehen, sollen dieses Jahr eigentlich noch aktualisiert werden, aber die Grundlagen stimmen natürlich immer noch. Die akute Sinusitis wird zeitlich begrenzt auf einen zeitlichen Verlauf der Beschwerden, kleiner oder gleich 12 Wochen dürfen die bestehen. Bei der akut rezidivierenden Sinusitis sind wiederkehrende Episoden innerhalb von 12 Monaten von mindestens 4-mal beschrieben, die man dann hat. Zwischendurch klingen die Symptome dann aber komplett wieder ab. Und bei der chronischen Sinusitis ist es so, dass die Symptomatik größer als 12 Wochen mit einmal Polypen, das heißt dann Kuppen und wird dann so abgekürzt, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen oder ohne, das heißt dann Sina, dem Lateinischen nach, chronische Sinusitis, Sine, Nasenpolypen. Hier nebenan habe ich Ihnen einmal zwei Bilder gezeigt. Hier sieht man die Augen auf beiden Seiten, hier sind die Kieferhöhlen. Hier in der Mitte ist wieder die Nasenscheidewand. Hier sind die unteren Nasenmuscheln zu sehen und hier die mittleren Nasenmuscheln. Und hier sind weitere Nasennebenhöhlen zu sehen, die Sinus ethmoidalis, so nennt man die, die zwischen den Augen liegen in der Tiefe der Nase. Und wenn man noch weiterfahren würde, würden sich hier dann die Stirnhöhlen präsentieren, die halt wieder paarig in der Regel über den Augen zu sehen sind. Was sieht man hier? Die Kieferhöhlen sind verschattet. Normalerweise sollten die richtig luftleer sein, das heißt richtig schwarz, das heißt, dass sie dann frei sind im CT und das sind sie hier nicht. Das heißt, hier liegt also ein Problem.
Und im unteren Bild sieht man hier, dass die Eingänge zu den Kieferhöhlen sind dann schon mal erweitert worden. Und es ist auch so, hier schon eine leichte Belüftung vorhanden, aber randständig sind die Kieferhöhlen hier richtig wieder zugeschwollen und angeschwollen, die Schleimhaut. So. Dann kommen wir erstmal zu der akuten Sinusitis, zu den Symptomen. Was berichten Sie als Patient, dass Sie eine Nasenatmungsbehinderung haben häufig, das Sekret entweder nach vorne oder beides nach vorne und nach hinten läuft, Sie Gesichtsschmerzen haben, das ist wieder der allgemeine Gesichtsschmerzen und auch dieser Druck wieder über den Kieferhöhlen und der Stirnhöhle oder auch diesen Klopfschmerz, wenn man dagegen klopft leicht, dass Sie dann richtig Schmerzen haben. Und Riechstörungen werden häufig berichtet. Fakultativ können auch noch Fieber auftreten oder Kopfschmerzen. Die akute und rezidivierende akute Sinusitis habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst von der Diagnostik. Es findet natürlich wieder von uns eine Befragung und eine klinische Untersuchung des Patienten statt. Bei Patienten mit sehr starken Schmerzen kann auch die Bestimmung von Entzündungswerten durchgeführt werden. Es ist zum einen das CRP oder auch die Blutsenkungsgeschwindigkeit, um die Indikationsstellung zu erleichtern, ob eine Antibiotikatherapie zu rechtfertigen wäre. Auf die Anwendung von mikrobiologischen Testverfahren in der Routinebehandlung sollte zunächst erstmal verzichtet werden. Bei einer therapieresistenten Sinusitis, also wenn die nicht weggeht, sondern länger anhält als normal, oder auch bei Patienten mit einer Abwehrschwäche, da könnte man dann einen Abstrich machen und ein Antibiogramm erstellen, sodass man dann weiß, welches Antibiotikum zum Beispiel besonders wirkt oder welche Bakterien dort vorhanden sind. Die Therapie, erstmal kann man sagen, dass die akute oder auch rezidierend akute Sinusitis erstmal von alleine auch ausheilen kann, ohne Therapie. Und zwar vollständig bei 60-80% sogar innerhalb von 2 Wochen und bei 90% der Patienten sogar von 6 Wochen. Man geht in der Regel davon aus, dass es eine virale Ursache ist und deswegen muss man auch nicht direkt einen Abstrich oder ein Antibiotikum verschreiben. Nur bei 0,5-2% der Fälle entwickelt sich dann eine akute bakterielle Sinusitis. Man kann das Ganze verstärken, die Symptome zu lindern, indem man zum Beispiel eine physiologische Kochsalzlösung anwendet oder Inhalation mit heißen Dämpfen. Wenn Sie aber selber zum Beispiel berichten, Sie haben das versucht mit den Inhalationen mit heißen Dämpfen und Sie haben das Gefühl, es wird dadurch schlechter, dann lassen Sie es bitte natürlich sein. Also Sie müssen das nicht auf Teufel komm raus probieren damit. Dann gibt es noch eine Phyotherapie. Und da gibt es patentierte Mischextrakte, die nennen sich dann BNO-1016. Da können Sie in der Apotheke nachfragen, welche das genau sind. Oder definierte Eukalyptusextrakte, wo man sagt, bei einer akuten Sinusitis helfen sie, bei akut rezidivierenden Sinusitiden ist die Evidenzlage nicht ausreichend. Genauso die Wirksamkeit von pulsatilen Inhalationen, Akupunktur, Homöopathie kann aufgrund der unheitlichen Datenlage nicht abschließend beurteilt werden. Aber wenn Sie wissen, dass bestimmte Sachen Ihnen helfen, und es gibt ja auch immer einen Placebo-Effekt, den darf man nicht unterschätzen, dann sollten Sie das machen, was Ihnen gut tut. Bei Dekongestiva, also topische Dekongestiva, sollen frei von Benzalkoniumchlorid, also
abschwellende Nasentropfen sollten frei von Konservierungsstoffen sein, um das mal zu übersetzen, und sollten auch nicht länger als 10 Tage angewendet werden, weil es dann wieder zu so einer Abhängigkeit kommen kann und zu so einem Rebound-Effekt. Schmerzmittel dürfen natürlich eingenommen werden, um die Schmerzen zu lindern, oder sollten sogar eingenommen werden, wenn starke Schmerzen vorhanden sind. Und bei einer allergischen Komponente sollte man auch lokales Cortison-Nasenspray anwenden. Eine antibiotische Therapie sollte man generell erstmal nicht verschreiben, aber sollte erwogen werden bei Patienten mit besonderen Risikofaktoren, zum Beispiel bei einer chronischen entzündlichen Lungenerkrankung oder beim bekannten Immundefiziten oder Immunsuppression, dann kann man darüber nachdenken. Sie sollte erfolgen bei Hinweisen auf Komplikationen wie starken Kopfschmerzen, Gesichtsschwellungen oder wenn der Patient richtig lethargisch wird oder neurologische Auffälligkeiten vorhanden sind, wenn man dann davon ausgehen kann, dass eine bakterielle Infektion eingetreten ist. Sie kann empfohlen werden bei sehr starken Schmerzen und plus diesen erhöhten Entzündungswerten. Hier sind die dann nochmal einzeln aufgeführt, wie die Werte sein sollten, damit man das dann rechtfertigen kann, ein Antibiotikum zu verschreiben. Und sie kann erwogen werden bei einer akuten Exazerbation, das heißt einer Verschlechterung der Beschwerden, anstelle dass die Beschwerden langsam abklingen, dass die Beschwerden dann deutlich schlechter werden und zusätzlich zum Beispiel Fieber hinzukommt. Kommen wir einmal zur chronischen Sinusitis. Zu den Symptomen, die sind letztlich identisch eigentlich mit einer akuten Sinusitis, aber so ein bisschen unspezifischer, meistens nicht ganz so ausgeprägt mehr. Diagnostik ist natürlich auch wieder eine Befragung, eine klinische Untersuchung. Und wenn man dann bei dieser Befragung, klinischen Untersuchung den Verdacht hat, na, der Patient hat doch immer wieder Infekte der Nasennebenhöhlen, die Nasenatmungsbehinderung geht gar nicht so richtig weg, die Kopfschmerzen sind eigentlich dauerhaft, sind nur kurzfristig mal ein bisschen weniger, kommen dann intensiver wieder, dann sollte man, und man davon ausgeht, dass eine chronische Sinusitis vorhanden ist, dann sollte man auch eine Bildgebung durchführen, vorzugsweise eine Computertomographie, um die knöchernen Strukturen der Nasennebenhöhlen darzustellen, damit man dann letztlich auch, falls eine Operation notwendig wird, weiß, wo diese vorhanden sind. Und wenn man operiert, dass man dann diese dargestellt hat, um genau weiß, um die Komplikationen zu vermeiden, um genau zu wissen, okay, hier ist die Kieferhöhle, da sind die Ethmoidalzellen, hier kann ich längs operieren oder hier muss ich weiter, um die Nasennebenhöhleneingänge zu erweitern und die Sanierung durchzuführen. Kommen wir zur Therapie. Man behandelt auch eine chronische Sinusitis nicht sofort mit einer Operation, sondern man versucht diese auch konservativ erstmal zu lindern durch topische Kortikosteroide, die lokal wirken. Oder letztlich auch, wenn die keinen ausreichenden Erfolg haben, durch systemische Kortikosteroide. Allerdings bespricht man das auch immer in Einzelfällen, ob die notwendig tun oder nicht und ob die sinnvoll sind. Bei Versagen der konservativen Therapie oder auch bei Komplikationen, akuten Komplikationen, würde man dann eine operative Sanierung durchführen. Vorher komme ich noch einmal kurz zu sprechen auf die antibiotische Therapie. Diese ist bei einer chronischen Rhinosinusitis ohne Nasenpolypen. Die sollte der längere Einsatz von Clarithromycin bei Versagen der Standardtherapie erwogen werden. Im Einzelfall kann man auch Erythromycin anwenden, aber das muss man dann genauer schauen und die anderen Antibiotika auch.
Azithromycin, aber das wissen dann ihre Ärzte, was sie dann verschreiben und was nicht. Und bei einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen kann im Fall einer Rezidivpolyposis, was heißt das? Der Patient wurde schon einmal operiert und die Polypen, die in der Nasenschleimhaut entstanden sind, kommen wieder. Und dann kann man besprechen, ob man zum Beispiel eine länger dauernde Therapie mit auch einem Antibiotikum, das sich Doxycyclin nennt, erwogen werden kann. Die topische Anwendung von Antibiotika bei Patienten mit einer chronischen Rhinosinusitis sollte nicht generell erfolgen. Dann komme ich noch einmal zu sprechen auf Biologica. Die können bei Versagen etablierter Therapien im Einzelfall bei einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen eingesetzt werden. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Und eine adaptive Desaktivierungsbehandlung sollte bei Patienten mit gesichertem Nerz-Syndrom, das heißt, wenn eine Analgetika-Intoleranz vorliegt, dann mit Nasenpolypen und einem Asthma-Bronchiale dann, das ist die häufig Trias nennt man das dann, also eine Samter-Trias, wenn Nasenpolypen vorhanden ist, die Patienten eine ASS-Intoleranz haben und Asthma-Bronchiale. Dann ist es so, dass bei Auftreten einer Rezidivpolyposis, also wir die Patienten auch schon operiert haben und wieder Polypen entstehen, dann sollte man das abklären und so eine Desaktivierungsbehandlung durchführen. So, kurz noch ein Wort zu Biologica, weil es jetzt so ein bisschen in aller Munde ist. Das ist eine Biologica sind genetisch hergestellte Arzneistoffe, zum Beispiel Antikörper, die unter anderem speziell gegen bestimmte Entzündungsbotenstoffe gerichtet sind oder diese blockieren können. Und man hat herausgefunden, dass bei Patienten mit Nasenpolypen, die eine chronische Sinusitis haben, mit Nasenpolypen häufig ein bestimmter Entzündungsweg Typ 2 vorhanden ist oder dem zugrunde liegt und dadurch diese Nasenpolypen entstehen und so eine Dauerentzündung vorhanden ist. Und die Biologica-Therapie kennt man schon aus dem Asthma, aus der Asthmatherapie. Und da ist auch das häufig vergesellschaftet mit Nasenpolypen. Also Patienten, die Nasenpolypen haben, haben auch häufig ein Asthma bronchiale. Und dem zugrunde liegt auch häufig eine Typ-2-Inflammation vor. Und diese Biologica können diesen Entzündungsweg hemmen, sodass die Bildung von Nasenpolypen bestenfalls sogar reduziert wird oder gar nicht mehr stattfindet. Nachteil ist, dass man diese Biologica dauerhaft oder lebenslänglich einnehmen muss zum heutigen Stand und auch relativ teuer sind. Und sie wirken nicht bei allen, wenn zum Beispiel nicht diese Typ-2-Inflammation vorhanden ist. Und manchmal muss man auch ausprobieren, es gibt unterschiedliche, welches am besten wirkt. Deswegen wendet man die zum jetzigen Zeitpunkt erstmal an, wenn die Standardtherapie sozusagen versagt. Also das heißt, wir operieren den Patienten mit zum Beispiel Nasenpolypen und machen die Eingänge frei, sodass besser Luft vorhanden ist und die Patienten wieder besser atmen können, die Kopfschmerzen rückläufig sind und die Lebensqualität wieder deutlich besser ist. Und nur in dem Fall, wenn es dann immer wieder zu Rezidiven der Polypen kommt, weil das Problem ist, durch die Operation können wir nicht die Ursache bekämpfen, sondern nur die Symptome lindern. Und in dem Fall würde man dann im Einzelfall mit dem Patienten besprechen, ob zum Beispiel so eine Biologica-Therapie sinnvoll ist. Kommen wir noch einmal zu dieser Nasennebenhöhlenverschattung, zu dieser Grundfolie. Ich
bin jetzt gar nicht auf alles eingegangen, weil es viel zu viel und ausführlich wäre und auch teilweise sehr kleine Themen sind, die nicht alle oder auch nicht viele betreffen, zum Beispiel gutartige Neubildung wie juveniles Nasenrachenfibrom oder auch invertiertes Papillom. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil es doch relativ selten vorkommt. Oder auch Karzinome, die zum Glück auch nicht so häufig vorkommen. Allergien bin ich jetzt auch nicht näher drauf eingegangen, weil das ist eigentlich ein Thema für sich. Aber ich hoffe, Sie haben so einen Überblick bekommen, was alles zu einer Nasenatmungsbehinderung führen kann. Es können auch immer noch andere Grunderkrankungen damit vergesellschaftet sein, wo man dann auch interdisziplinär arbeiten muss mit zum Beispiel Lungenfachärzten oder den Allgemeinmedizinern, um ein Gesamtbild der Patienten sozusagen sich zu erarbeiten. Und das ist letztlich auch schon meine Conclusion. Also Nase zu, ich bekomme keine Luft. Das kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben und eine Untersuchung beim HNO-Arzt ist sinnvoll. Und dazu würde ich Sie dann auch animieren wollen, wenn Sie Probleme haben oder Ihnen was auffällt, dass Sie dann doch einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen und Ihnen genau die Symptome berichten. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man das erstmal einfach konservativ behandeln kann und Sie dadurch schon Symptomlinderung bekommen oder ob man dann letztlich eine Operation für sinnvoll erachtet und diese dann durchführen muss. Ich danke Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann noch einmal schauen, ob Fragen vorhanden sind. Genau, da eine Frage ist zum Beispiel, kann es beim Corona-Test, also den Nasenabstrich, zu Verletzungen kommen? Wie tief darf das Stick für den Abstrich eingeführt werden? Ja, das muss ich beantworten. Es kann dadurch zu Verletzungen kommen. Häufig der Nasenschleimhaut, dass es so ein bisschen blutet. Wenn man das aber fachgerecht durchführt, dann geht man, die Nase verläuft nicht so nach oben, sondern den Abstrich muss man eher nach unten führen. Und man sollte es auch nicht gegen Widerstand machen. Also wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann muss man natürlich aufhören. Dann kann man zusätzlich zum Beispiel einen Nasenrachenabstrich über die Mundhöhle machen und hinter das Zäpfchen gehen. Das ruft dann so ein bisschen so einen Würgereiz hervor. Aber größere Verletzungen, dass man richtig die Schädelbasis verletzt, ist wohl mal beschrieben worden. Das ist aber wirklich eine absolute Ausnahme und so ganz erklären kann ich mir ehrlich gesagt nicht, wie man das geschafft hat. Also da müssen schon Entzündungen vorhanden gewesen sein, die knöcherne Struktur, sage ich mal, aufweicht, weil die Schädelbasis ist doch sehr hart bei normalen Patienten oder Menschen. Dass man da mit diesem Abstrich da durchkommt, ist eigentlich fast nicht möglich. Und dann, was halten Sie von dem Einsatz von Rotlicht bei einer akuten Sinusitis? Ja, das hatte ich vorhin ja schon so ein bisschen erwähnt, das ist sehr individuell. Rotlicht ist ja eigentlich auch so ein bisschen Wärme und das kann vielen helfen. Manche berichten allerdings wirklich, dass die Symptome dadurch oder sie das Gefühl haben, dass die Symptomatik dadurch verschlechtert wird. Ich würde es allerdings jedem empfehlen, auszuprobieren, wenn man so eine Wärmelampe hat. Und wenn man das Gefühl hat, dadurch löst sich das Ganze, würde ich es anwenden. Ja, vielen Dank. Sind noch weitere Fragen? Wir warten noch mal einen kleinen Moment. Trauen Sie sich ruhig. Es gibt keine falschen Fragen.
Ist mein Bildschirm gerade auf? Ich weiß nicht, ausgegangen. Standby. Jetzt. So, können Sie noch etwas zur Gefahr von Nasentropfen sagen? Genau. Also, ich hoffe, Sie hören mich noch. Das Bild ist eingefroren zumindest. Ich spreche einfach mal. Die Nasentropfen, also es gibt ja fliegende Nasentropfen, die kann man ohne weiteres anwenden, aber die Nasentropfen, die abschwellend wirken, also die Nasentropfen, die man in der Regel bekommt, da ist es so, dass man diese wirklich nicht länger anwenden sollte als maximal wirklich 10 Tage. Wir empfehlen eigentlich eine Woche, weil es dann zu so einem Rebound- und Abhängigkeitseffekt kommen kann. Das heißt, dieser Rebound-Effekt, dass die Nasenschleimhäute schwellen dann paradoxerweise an und man muss immer wieder mehr Nasentropfen anwenden, um diese Abschwellung hervorzurufen. Und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und man schüttet sich quasi dann nicht nur alle 6 Stunden, sondern alle 2 Stunden oder jede Stunde dann was rein. Und dadurch gehen die Nasenschleimhäute kaputt. Und dann sollte man nach und nach wieder davon runterkommen. Das gelingt, indem man zum Beispiel nur erstmal ein Nasenloch tropft und die Konzentration senkt, dass man zum Beispiel nur noch Kinder, also es verdünnt auf zum Beispiel Kindernasentropfen oder dann Säuglingsnasentropfen und dadurch sich die Schleimhaut wieder erholen kann und nicht, es nicht wieder immer wieder zu diesem Anschwellen kommt. Wie kompliziert ist eine OP, um die Nasenwand zu begradigen? Ja, das ist sehr unterschiedlich und individuell, muss man sagen. Das hängt nämlich davon ab, wie schief diese Nasenscheidewand ist und wie groß, ob da ein Sporn ist, wie ausgeprägt der ist, ob da ein richtiger Schiefstand insgesamt von der ganzen Nasenscheidewand ist, ob die vorne ist, ob die weiter hinten ist. Das muss man sagen, ist sehr individuell. Und das würde ich Ihnen dann auch empfehlen, mit Ihrem Hals-Nasen-Ohrenarzt direkt zu besprechen, nachdem der sich sie untersucht hat und auch zu fragen, wie zum Beispiel, wie groß das Risiko ist, dass dann zum Beispiel eine Nasenscheidewandloch entsteht. Wir können schätzen und auch intraoperativ schon Maßnahmen dazu einleiten, um das zu verhindern. Okay, sind noch weitere Fragen oder habe ich alles ausreichend beantwortet? Was halten Sie von Laserbehandlung? Da geht es um die Behandlung der Nasenmuscheln. Wenn man die sehr reduziert einsetzt, ist die sicherlich sinnvoll, weil man da die Nasenschleimhaut, die überschüssige Nasenschleimhaut, die immer stark angeschwollen ist, reduziert, um den Nasengang weiterzumachen. Es gibt auch die Radiofrequenztherapie der Nasenmuscheln, die so ein bisschen so im Moment so der Stand der Dinge ist oder am schonendsten ist, um die Nasenschleimhaut zu reduzieren. Aber wenn es ein erfahrener Operateur ist, kann er das auch mit der relativ gut auch mit dem Laser machen. Es geht da letztlich darum, dass man nicht zu viel wegnimmt. Und viele Patienten kommen dann nach 1-2 Jahren wieder und sagen, oh, jetzt ist der Effekt weg, jetzt bekomme ich wieder schlecht Luft. Und dann muss man das teilweise nochmal wiederholen. Das ist aber besser so rum, als wenn man gleich zu viel entfernt der Nasenschleimhaut, weil dann die Anfeuchtung nicht mehr ausreichend stattfindet
und die Nasenabwehrfunktion heruntergesetzt wird und es auch zu Verwirbelungen oder trockenen Schleimhäuten in der Nase kommen kann und dadurch letztlich dann die Nasenatmung deutlich schlechter ist als vorher. Wie gefährlich ist ein Nasenloch? Also vom Prinzip her ist ein Nasenscheidewandloch nicht gefährlich. Es ist so, dass das entstehen kann durch häufige Entzündungen oder wenn es zum Beispiel zu einem Bluterguss unter der Schleimhaut in der Nase kommt oder durch zum Beispiel Kokainmissbrauch. Da können sie mit alt werden. Das Problem ist, dass es an dem Rand des Loches die Schleimhaut sehr dünn ist und da immer wieder zu rezidivierenden Blutungen kommen kann. Oder wenn es sehr klein und weit vorne ist und sie einatmen, kann so ein leichtes Pfeifgeräusch entstehen. Und es kann größer werden. Wenn man beobachtet, dass das zum Beispiel deutlich größer wird oder eine Tendenz dazu hat, größer zu werden, dann kann man das zum Beispiel versuchen, operativ wieder zu verschließen, indem man entweder noch Knorpel aus der Nasenscheidewand verwendet, um das zu verschließen, oder wir sagen mal so ein bisschen, jeder hat so ein persönliches Ersatzlager von Knorpel und das ist die Ohrmuschel, woraus man dann Knorpel entnehmen kann. Das ist auch weiter nicht dramatisch, da verändert sich nicht groß die Form der Ohrmuschel und das kann man damit sehr gut beheben. Genau. So, wir warten noch mal ganz kurz, aber ich glaube, wir haben noch relativ viele Fragen beantwortet. Dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie auch so rege teilgenommen haben, mir so viele Fragen gestellt haben. Das freut mich und ich hoffe, ich konnte Ihnen alles ausführlich beantworten und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.